Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hassalphabet. Ja, ich habe tatsächlich mal wieder Lust gehabt, dieses Format hier weiterzuführen. Auch wenn die Studiosituation hier gerade total komisch ist und sich der Hintergrund wahrscheinlich jetzt jede Woche ändern wird. Aber naja, weiter geht's mit dem Buchstaben F. Wie Filmkritik Kartoffelsalat. Ja genau, heute geht es um das Thema Filmkritik Kartoffelsalat. Also nicht Filmkritiken an sich, ich mag Filmkritiken, ich habe mal selber für einen Filmkritik-Channel gearbeitet, ne? Filmkritiken sind voll okay. Ich beziehe mich heute wirklich nur auf Filmkritiken zu dem Film Kartoffelsalat. So, warum genau dieser Film? Einmal, weil ich mit den meisten Darstellern persönlich befreundet bin und die meisten davon kenne. Und das zweite, weil dieser Film vor kurzem bei IMDb zum schlechtesten Film der Welt gewotet wurde. Und wow, Alter, das finde ich total übertrieben. Und erstmal, ja, ich weiß, dass Torges abfeiert, dass dieser Film zum schlechtesten Film der Welt gewotet wurde. Und naja, schlechte Werbung ist auch eine Werbung und dadurch wird das ja jetzt richtig bekannt. Soll ich mal den Knopf, damit das Licht angeht? Und aus. Was mich allerdings ein bisschen stört ist, wie es dazu gekommen ist. Ich kenne persönlich Leute, die im Internet verbreiten, dass der Film scheiße ist, obwohl sie ihn nicht mal gesehen haben. Und ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viele Leute das getan haben. Ich war ja in dem Film im Kino und ich muss sagen, so scheiße fand ich den gar nicht. Das ganze Ding war zwar kein filmisches Meisterwerk, aber das habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. An einigen Stellen ist mir besonders aufgefallen, dass der Ton ein bisschen scheiße war und ich habe mir von vielen sagen lassen, dass das Bild nicht immer scharf gestellt war. Das ist mir aber jetzt selber nicht unbedingt aufgefallen. Gefallen wiederum hat mir dieser alte 80er-Jahre-Humor und das Zusammenspiel zwischen den Schauspielern. Jetzt müssen wir das Ganze mal vor so einem journalistischen Blickwinkel betrachten. Da kommt jetzt so ein YouTube-Fuzzi und will einen Film drehen. Da denken sich doch die ganzen Kritiker, der muss doch scheiße werden, komm! Den stampfen wir mal schön klein. Und wenn dann so ein Möchtegern-Redakteur von der Weiß ins Kino geht mit dem Gedanken, ich muss jetzt hier alles offensiv rausschreiben, was Kacke ist, dann ist ja klar, dass da nur Scheiße bei rumkommt. Sowas nennt man übrigens selbsterfüllende Prophezeiung. Damit Kartoffelsalat zum schlechtesten Film der Welt ernannt wird, fehlten sogar anfangs noch knapp 400 Bewertungen. Und das wurde dann durch Teilen auf Social Networks erreicht. So von wegen, hey Leute, gebt dem Film mal einen Stern, dann wird das der schlechteste Film aller Zeiten. Lel. Wo ich mir dann so denke, Alter, euer Ernst? Da ist es ja klar, dass da Bewertungen mit drin sind von Leuten, die den Film nicht gesehen haben. Das finde ich total unfair. Ich fand Kartoffelsalat jetzt nicht unbedingt super gut, aber er hatte für mich ein paar Lacher und ich bereue es auf keinen Fall ins Kino gegangen zu sein. Hier Torge, für dich, falls du das Video gerade siehst. Und glaub mir, ich bin wirklich nicht leicht zu unterhalten. Woo, Kaffee, der Hammer ist ja geil. Woo, geil. Also, ist Kartoffelsalat jetzt wirklich der schlechteste Film der Welt? Naja, in einer Welt, wo Leute Paranormal Activity gucken und geil finden, vielleicht schon. Meiner Meinung nach ist der schlechteste Film der Welt Cloverfield. Kennt ihr den? Nein? Gut, guckt ihn euch nicht an. Die genaue Handlung weiß ich schon gar nicht mehr. Ist wie so ein Horrorfilm, wo so ein Monster auf einmal die ganze Welt zerstört, aber das Monster, das sieht man in dem Film gar nicht richtig. Und gefilmt wird dieser ganze Streifen in der Perspektive der Darsteller. Sprich, die Leute, die im Film beteiligt sind, halten praktisch so eine Selfcam. Und sobald irgendetwas Interessantes in diesem Film passiert, sehen die Filmsequenzen so aus. Oh mein Gott, da ist ja das Monster! Außerdem ist dieser Film einfach mal in der Mitte zu Ende, weil die Darsteller, die die Kamera halten, irgendwann sterben und dann ist halt einfach Ende. Mann, Cloverfield ist richtig scheiße. Kartoffelsalat ist im Vergleich dazu 10 Milliarden mal besser. So, und jetzt möchte ich es mal von euch wissen. Habt ihr Kartoffelsalat gesehen? Und nur wenn ja, dann schreibt mir mal in die Kommentare, warum ihr ihn geil fandet oder warum ihr ihn nicht so geil fandet. Außerdem schreibt mir doch mal Vorschläge, was ich beim Hassalphabet für den Buchstaben G nehmen soll. Däumchen hoch, wenn es gefallen hat, ist immer eine super Unterstützung für mich. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Scheiße.